Wir sind wieder zurück und zwar, falls ihr letzte Woche noch nicht gesehen hattet, wir hatten ein Video am Hammock. Ja. Heute geht es weiter am Hof, wieder mit der lieben Luisa. Hallo! Noch einmal für alle, die dich noch nicht kennengelernt haben. Ja, ich bin Luisa. Genau, ich heiße auf Instagram und TikTok Luisa Lauren. Vielleicht kennt ihr mich ja dadurch. Und ja, ich durfte heute alle Geräte hier mal ausprobieren und jetzt der Hof. Genau, wir vervollständigen die Reise durch alle Geräte einmal. Wir zeigen heute wieder drei Beginner-Tricks und wir fangen auch direkt an. Mhm. Und zwar Nummer 1, Man in the Moon. Ja, okay. Der ist eigentlich ganz gut und dann zeige ich dir auch direkt eine schöne kleine Variation. Okay. Und zwar einfach einmal hochgreifen. Mhm. Wir ziehen uns einfach einmal hoch. Genau, was wir jetzt machen wollen, ist, wir drehen uns einmal mit dem Po, dass wir seitwärts gucken. Mhm. Die rechte Schulter stößt bei mir gegen den Hub. Damit könnt ihr euch ein bisschen absichern oder könnt ihr ein bisschen absichern. Mhm. So, jetzt nehmen wir einmal, achso genau, ganz wichtig, der Kopf fällt am Hub vorbei. Okay. Weil dann haben wir ein bisschen Freiheit. Ganz viele machen den hier. Sieht nicht schön aus und tut auf dem Nacken nicht so gut. Genau, Fuß hoch, anderer Fuß hoch. Mhm. Kleiner Tipp, versuch hier direkt die Knie zusammenzulassen. Okay, ja. Weil wenn man die auseinanderfallen lässt, dann verliert das so ein bisschen die Form. Ja. Deswegen hier schön, gerne auf Zehenspitzen, Arme lösen. Wenn du dich traust, da muss man sich immer wirklich sicher fühlen, weil sonst fängt man so ein bisschen an zu zittern und der Hut zittert dann mit. Ja, okay. Genau. Und wenn du dich hier sehr sicher fühlst, dann kannst du direkt einmal die Hände hochnehmen. Und jetzt kommen wir in die Variation, du lässt dich ein bisschen mit dem Po noch weiter nach unten rutschen. Ein Bein hoch an den Strap, anderes Bein hoch an den Strap. Mhm. Und auch hier einmal Arme lösen. So, und runter kommst du, wie du reingekommen bist. Ja, okay. Dass du einfach erstmal wieder ins Sitzen kommst, da fühlt man sich immer sicher. Ja, okay. Und dann runter. Cool, danke schön. Das erstmal. Kriegst du ne? Erstmal. Oh, komm, gut, ja. So. Ja, genau. Das Bein war hier und das da drüber oder was anderes? Ja, genau. Also, das ist letztendlich egal. Man kann beide Seiten machen. Sehr schön. Genau, sehr gut. Und jetzt? Ja, das fühle ich mich sicher. Okay, und das gut, dann so hoch. Genau, du lässt dich noch ein Stückchen weiter nach hinten rutschen. Ja. Und jetzt geht der Fuß hier hin. Du kannst dich so ganz heimlich mit dem Zeh hier so einmal vorhalten. Ja, genau. Und das andere Bein kommt dazu. Ja. Und schön die Beine durchstrecken. Ja. Sieht super aus. Sehr schön. Richtig cool, ja. Oh, also, sorry. Das wollte ich mal nicht so machen, bestimmt, aber gut. Ging auch. Genau, immer lieber ein bisschen vorsichtig. Ja. Aber macht nichts, Hauptsache man kommt sicher wieder. Ja, das ist alles gut. Cool. Genau, nächster, wir starten ziemlich ähnlich. Und zwar die, ich bin mir mal nicht sicher, wie man das ausspricht. Die einen sagen Gazelle, die anderen sagen Gazelle. Ich weiß es nicht. Aber ich finde den Trick wunderschön. Und zwar auch wieder hoch, hoch. Ja. Jetzt wollen wir uns auch wieder zur Seite drehen. Mhm. Aber jetzt wird es anders. Und zwar, das Bein, was hier am Balken ist, wird einmal gestreckt. Das ist unsere Sicherung, dass wir hier nicht gleich rauskippen. Deswegen unbedingt gestreckt lassen, ganz, ganz wichtig. Wir lehnen uns zurück und auch hier versuche ich, es ist ehrlich gesagt eine Geschmackssache. Viele sitzen gerne auf der Pobacke. Ich fühle mich sicherer, wenn es praktisch genau dazwischen, ja, dazwischen ist, weil dann ist noch ein bisschen abgesichert. Dann lehnst du dich zurück und du kannst hier mit den Armen runterklettern. Okay. Wichtig ist, dass der rechte Arm so rumgreift, dass wir den Hub unter der Achsel haben. Ach so, einmal rum. Ja, genau. Also du fädelst dann hier einmal den Ellenbogen durch und dann durch. Einmal durchhalten. Weiter runter, bis wir hier liegen. Mhm. Jetzt ziehe ich das linke, nee, gar nicht, das rechte Bein, einmal hoch. Mhm. Wir wollen mit dem Knie ungefähr neben den Hub kommen. Okay, ja. Dann greift die Hand unter unserem Knie durch und wir greifen den Hub. Und dann kannst du die rechte, die linke Hand loslassen. Wow. Und hier einfach hängen. Und wenn man hier einmal drin ist, dann ist man hier auch sehr sicher. Toll. Und dann einfach wieder hochgreifen, langsam lossetzen und wir sitzen wieder. Hammer. Okay. Jetzt dann schauen wir mal, wie das so läuft. Ich finde, das ist so ein Trick, der sieht schwieriger aus, als er ist. Sonst wird es verwirrend. Genau. Also direkt das Bein einmal lang machen. Genau. Das ist deine Sicherung. Jetzt kletterst du hier einmal an der Seite rum und hier einmal den Ellbogen durchfegen. Ja, genau. So. Schön um das Bein, das muss die ganze Zeit gestreckt sein. Genau, jetzt ziehst du das Bein einmal hoch, neben den Hub. Genau. Ich glaube, du musst mit dem Po noch ein bisschen weiter rüber, ne? Ja, so. Ja. Genau. Schön am Hub vorbei. Die Hand lässt los, greift einmal außen rum, dran. Super. Schön gestreckt lassen. Und jetzt kannst du einfach versuchen, dich rauszulehnen. Ja! Mega schön! Aber mega, das war auch richtig cool. Aber es tut auch gar nicht weh.
Das sind so, also ich finde, man muss sich ein bisschen dran gewöhnen. Es sind halt, bei jedem Gerät hast du immer ein bisschen Schmerzen. Ja. Und beim Hub sind es vor allem die Druckschmerzen, die dann manchmal wehtun, wenn man lange auf einer Stelle liegt. Ja. Aber man gewöhnt sich dran. Aber genau, zwischen den Po ist auf jeden Fall noch ein Sehr schön. Okay, jetzt gehen wir einmal über Kopf. Okay. Und das ist so die Beginner-Version von über Kopf gehen, weil man da wirklich sicher ist. Dann kann da nichts passieren. Viele haben am Anfang ein bisschen Angst davor. Mhm. Es kann wirklich nichts passieren. Also, wir gehen einmal hoch. Und jetzt, man kann jetzt auch so einen krassen Pike-Up machen. Ja. Das lassen wir für Beginner-Version erstmal weg. Kleiner Tipp vielleicht für die, die auch nicht ganz wissen, wie man am Anfang über Kopf gehen soll. Ihr lehnt euch einmal ganz weit zurück. Die Hände greifen trotzdem relativ hoch. Mhm. Das rechte Bein geht einmal hoch. Und wenn wir jetzt hier oben den Fuß haben, können wir uns einfach hier hochstoßen, ohne dass wir viel Kraft brauchen. Okay. Und hier könnt ihr die Füße einmal überkreuzen. Mhm. Dann lassen wir uns einmal nach unten abfallen und strecken uns einmal durch. Also dass ihr hier einmal richtig schön dann den Hub von euch wegdrückt, Hohlkreuz, Kopf hoch. Und dann kann man sich hier einfach wieder durchfädeln, hochgreifen, Beine lang, langsam runter. Okay. Wir gucken mal. Doch, das funktioniert. So. Dann so. Das war jetzt noch zurück. Genau. Hier. Und schön hoch. Genau. Und jetzt kannst du dich einfach hochziehen. Ja, genau. Super. So, oder? Genau. Versuch mal mehr in die Kniekehle direkt zu kommen und dafür die Füße zum Po zu drücken, weil genau das sichert dich dann. So, okay. Ja, sehr schön. Okay, jetzt greifst du mit den Händen einmal unten an den Hub. Genau. Fädelst deinen Kopf einmal durch. So? Ja. Also musst du mit dem Kopf einmal auch durchkommen, genau. Ja. Und jetzt kannst du es wegdrücken. So. Ja. Richtig schön. Richtig cool. Und fühlst du dich sicher? Ja, total. Also das ist wirklich, ja, komplett sicher. Man hängt halt gut dran, oder? Ja. Genau, jetzt kannst du dich einfach wieder durchfädeln. Ja, sehr schön. Hände hoch. Genau, schön dann in der Mitte. Ja. Und dann wieder runter. Ja. Ja, vielen Dank. Mega. Wie gefällt dir? Tatsächlich, ich hätte gedacht, so die anderen Yoga-Mark, aber ich fand das mit dem coolsten. Du, das freut mich. Ich finde auch bei Hub, man hat richtig schnell Erfolgserlebnisse. Ja. Weil allein, wenn du dich hübsch reinsitzt und die Füße ein bisschen ja. schlecht, dann sieht es schon direkt wunderschön so aus. Zirkusmäßig. Ja, genau. Elegant. Danke, dass du uns gefällt. Danke. Also probiert das auf jeden Fall mal aus. Viel Spaß. Dann fühlt sich gefallen. Ja. Genau. Also, vergesst nicht auf den Abonnier-Button zu klicken und ein Like da zu lassen. Und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video. Tschüss! Ciao.